Oh yeah! Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Blood. Oh ja. Es ist lange überfällig, seien wir mal ehrlich. Ich meine, jetzt werde ich endlich die heilige Build Engine 3-Faltigkeit abschließen mit diesem Let's Play. Genau, genau. Duke Nukem 3D, Shadow Warrior und schlussendlich musste ja irgendwann dann auch noch Blood kommen. Und ich bin auf jeden Fall auf eine Menge Frust auch vorbereitet. Dieses Spiel ist sehr schwer und ich habe mir gedacht, wisst ihr was? Ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt auf Well Done und fand es dann irgendwann noch so ein bisschen Einspielzeit, fand ich den Schwierigkeitsgrad eigentlich voll okay so. War eigentlich echt gut handelbar. Deswegen werde ich mich jetzt einfach, ne, also ich werde mir den Spielspaß komplett ruinieren. Ich werde mir extra Crispy geben. Ich weiß, dass das Spiel auf diesem Schwierigkeitsgrad einfach nur richtig heftig sein wird. Aber ich hab Bock. Ich hab Bock. Welcome, my servants. My slaves. What is your bidding, master? You have failed me. I disavow you all. What the? What? I've taken your love. Now I will take your life. Consider my power in a hollow grave. Oh yeah. Heilige Scheiße, dieses Intro ist so trashy, ich liebe es. Okidoki. So. Ich werde auf jeden Fall hier auch wieder 100% Secrets machen. Ich kenne nicht alle Secrets, bei weitem nicht. Beim ersten Level vielleicht noch alle. Weiß ich nicht. Aber schauen wir doch einfach mal, wie das jetzt so laufen wird. Na, oh, diese blöde Tür. Macht mir erstmal hier einen Strich durch die Rechnung gegen die Typen. Ja, ja, ganz am Anfang werden wir uns ein bisschen auch noch mit der Nahkampfwaffe durchboxen müssen. Nevermore. Nevermore. Oh yeah. Und ich glaube, die Quicksave-Taste wird mein allerbester Freund hier. Und ich werde vor allem TNT-Wurf-Skills entwickeln müssen, vermutlich. Nice, nice. Das ist doch gut. Den erinnere ich mich. Die Flare-Gun, die ihr jetzt gerade gesehen habt, die funktioniert so, dass die halt die Gegner anzündet. Oh Gott, das hat ihn gar nicht komplett gekillt. Nicht genug Schaden gemacht, um ihn komplett zu killen. Aber ja, die macht Schaden ein bisschen auch über Zeit, gerade bei den Kultisten, weil die ja diese Robe haben, glaube ich, macht es da sogar extra Damage oder brennt länger. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel das berücksichtigt hat. Aber ja, wenn die Flare, sag ich mal, lang genug da dran bleibt und genug Schaden macht, um einen zu töten, dann fängt er an zu verbrennen. Und das ist ja schon sehr makaber und dieses Spiel ist generell sehr makaber, aber das ist einfach das Schöne. Ich meine, guck mal hier, da ist so ein Kopf. Und in jedem anderen Spiel wäre es einfach nur ein Kopf. In diesem Spiel, peng! Es ist einfach komplett, ist komplett drüber, also. Hui, es ist einfach nur so richtig schön unnötig brutal. So, ach komm. Gar nicht so einfach da hochzukommen. Der Zaun gibt einem nur ein sehr kurzes oder kleines Fenster. So, wenn man es jetzt geschickt macht, kann man sogar... wenn man es geschickt macht, falls man es geschickt macht.
Wäre wohl die bessere Formulierung. Also man kann da oben durchs Fenster. Aber ich glaube, das kriege ich jetzt gerade so auf die Schnelle nicht hin. Gehen wir den regulären Weg. Open for business. Guten Tag. Aua. Wow, der kam aber schnell angerannt. Ah, das ist nicht sehr gut. Eigentlich sollte man gucken, dass man gerade gegen die vermeidet, Damage zu kriegen, weil es sehr unnötig und vermeidbar ist. Die Zombies, die haben sogar eine Mechanik, dass die wieder aufstehen können. Aber nicht, wenn man sie mit der Mistgabel killt. Mit anderen Waffen und vor allem konventionelleren Shooterwaffen tatsächlich eher noch. Nice, nice. Killt ihn das? Ah, nice. Und jetzt haben wir eine Schrotflinte. Perfekt. Und es ist eine sehr gute Schrotflinte. Eine sehr gute Schrotflinte. Oh ja, in diesem Spiel ist übrigens auch... Das sieht so witzig aus, wenn die sich ducken. Egal. In diesem Spiel wird auch berücksichtigt, wenn man kriecht, dann treffen die einen nicht ganz so gut. Das ist gerade gegen die Hitscanner, weil die in dem Spiel hier echt brutal sein können. Sehr wichtig. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Das hat man doch irgendwie aufbekommen. Ich weiß noch gar nicht mehr genau wie. Musste man draufspringen? Musste man... Ah, genau, hier drüber gehen. Ja, Ratten. Lästig und klein. Aber wenn man sich duckt und quasi auf Augenhöhe geht, kann man die mit der Mistgabel ganz gut wegmachen. So, nimmt das. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe hier keinen Stat-Screen. Weiß gar nicht, ob man den vielleicht sogar anmachen kann. Werde ich definitiv noch nachschauen. Dili. Yeah, Beast Vision. Weil wir so ein krasses Beast sind. Hier könnten wir uns auch nach oben begeben. Na. Sehr schön. Ist hier noch ein Kultist? Ja. Oh, verdammt, die Ratte. Die Ratte hat... Au. Das war gemein. Die blöde Ratte hat es komplett ruiniert. Stirbt der? Nee. Ja, jetzt haben wir auch keine HP, ne? Das ist sehr blöd, weil da will ich kurz rein, aber dafür bräuchte ich eigentlich HP. Hat das einen... Gab es hier HP? Nee. Oh, fuck. Ja, huch. Aber wisst ihr was, wenn da eh ganz viele Ratten sind, dann machen wir uns das easy. Dann haben wir ein paar von den Ratten erwischt und ihn auch noch direkt mit. Ach, hier lag das vorhin auch schon oder ist es von ihm dahin gedroppt? Peng. Zack, zack. Die Flares können wir uns holen. Die Flare Gun hat übrigens auch noch so einen alternativen Feuermodus. Den zeige ich vielleicht auch gleich. Hier haben wir auch ein Secret. Da müssen wir uns aber ein bisschen beeilen. Weil wir hier auch Schaden kriegen da drin in dem Ofen. Aber auch sehr viel HP. Was doch in Ordnung ist. So, jetzt mal kurz gucken. Oh yeah. Hier, genau, wenn ich so mit der Shotgun kill, kann sein, dass der wieder genau aufsteht. Der hat nämlich keine Lust zum Liegen bleiben. Nee, nee, nee. So, der wird auch nicht tot sein. Naja. Das ist eindeutig, dass der nicht tot war. Das weiß ich gerade gar nicht, also ich... Ich weiß gar nicht, ob man da reinkam, um ehrlich zu sein. Ohne Scheiß, es gibt einfach keine Engine, die Explosionen so satisfying macht wie die Build Engine. Das ist einfach, keine Ahnung, Explosionen einfach gepiekt 1996 mit der Build Engine, als Duke Nukem 3D rauskam. Ich weiß nicht, ob
Ich weiß, es gab schon Spiele davor mit der Build Engine, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die auch schon Explosionen hatten. Ja, hier sind wir wieder am Anfang. Kleines bisschen Level-Design. Ein bisschen Level-Design-Finesse. Wie man sie nur aus alten Shootern kennt. Oder Shootern, die diesen Stil emulieren. Hier stimmt, da haben wir noch ein Doctor's Bag. Ganz normales Inventarsystem, wie man es auch aus Duke Nukem 3D kennt, ne? Da hat sich auch Blood ganz easy einfach an dieser Mechanik bedient. Muss da gar nicht kreativ werden in der Stelle, weil never change a running system oder so ähnlich. So, zack, hier haben wir nochmal ein Secret, ein paar Flares hier unten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, hier waren auch Gegner, ja. Genau, wenn man mit Rechtsklick das TNT anzündet, explodiert es nicht direkt. Ich glaube, ich bin gerade auch leicht am Brennen gewesen, oder? Nice. So. Jetzt gibt es in manchen Levels ganz normal die Secrets, wie man es so kennt. So, man kann 100% machen, aber es gibt auch in manchen Leveln sogenannte Super Secrets, die nochmal komplett separat sind. Die gar nicht in irgendeinem Statscreen auftauchen. Also im Wesentlichen muss man eigentlich nur wissen, wo die sind, in welchen Levels. Und naja. Und dieses ist auf jeden Fall hier mit einem gekonnten Sprung. Ah, yeah! Na also, Napalm Launcher. Eine sehr, sehr starke Waffe, die man hier direkt am Anfang kriegt. Ich schaue mal ganz kurz, wie es mit den Secrets schon mal aussieht. Na, eins fehlt mir noch. Der Dings ist auch sehr speziell, der Sound für die Level-Transition. Kann man definitiv mal machen. Aber ja, ich guck mal, ob man irgendwo eine Option findet, dass man Level-Stats anmachen kann. Weiß jetzt gerade echt nicht. Und ich würde sagen, dann suche ich noch das Secret, das fehlende, vielleicht sogar noch die Kills und dann sieht man sich gleich. Okidoki, das Secret. Wir sind quasi hier bei diesem... Oh, lol. Ich wollte eigentlich nur kurz zeigen, wo wir sind und auf einmal störst du. Kommst denn du hier raus? Oh Gott, den habe ich jetzt nicht mehr erwartet, tatsächlich, aus irgendeinem Grund, obwohl es eigentlich so viel Sinn macht. Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt auf einmal rauskommen und vorher nicht. Jedenfalls vom Klavier geht man hier hoch. Hier ist übrigens noch TNT. Bin ich vorhin gar nicht hier hochgelaufen? Das kann natürlich sein. Stimmt, ich bin... Ah, ich bin hier und dann bin ich hier durch, ne? Das ergibt Sinn. Naja, jedenfalls, wenn man vom Klavier hier rechts hochläuft, ist hier ein Riss drin. Peng! Kriegen wir nochmal Body Armor. Yeah. Geile Sache, oder? Finde ich zumindest, dass das eine sehr coole Sache ist. Ja, ja. Leute, die die Body Armor in Blood finden, sind definitiv coole Leute. Oder so ähnlich. So. Machen wir hier einfach mal so einen kleinen Save. Ich habe... Ah, muss ich jetzt ernsthaft immer... Na gut, wisst ihr was, dann gebe ich einfach nur LP ein, wenn man das nicht einfach überschreiben kann und es immer neu eingeben muss. What the fuck? Naja, hier. Vielleicht regle ich es auch einfach mit Quick Saves. Aber ich glaube, ja, nee, ich habe gerne einen Save direkt am Ende. Dann kann ich zur Not immer ein Level neu starten. Naja. Okidoki. Jetzt. Jetzt sind wir durch. Okay, perfekt. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.